Hallo ihr Lieben, ich bin's, die Feli von Happy Hippocampus und heute nehme ich dich mal mit in mein Medizinstudium, in mein erstes Semester. Ich erzähle dir mal so ein bisschen, wie das abgelaufen ist und natürlich auch, was ich anders machen würde und was du in deinem ersten Semester somit natürlich auch anders machen kannst. Bist du bereit? Dann legen wir los. Ich habe es damals im ersten Semester so gemacht, ganz am Anfang bin ich natürlich in jede Vorlesung reingegangen. Ich war neugierig, ich war gespannt, was kommt da? Und dann war es lustigerweise so, in der ersten Woche oder in den ersten 2 Wochen, da wurde ich richtig ungeduldig, weil in jeder Vorlesung, ja, fast in jeder Vorlesung wurde nur so eine Einführung gegeben, was jetzt kommt. Und ja, jetzt haben wir hier das Fach Physik und hier haben wir das Fach Biologie und es wurden aber noch gar keine Inhalte rübergebracht. Ja, aber das sollte sich dann schnell ändern. Spätestens ab der zweiten, dritten Woche wurden wir dann zugeballert mit Lernstoff. Und ja, ich habe es so gemacht, ich habe mir die Vorlesungen von den einzelnen Fächern am Anfang mal angeguckt und habe dann bei vielen aber gemerkt, dass mir das irgendwie nichts bringt. Und deshalb bin ich dann da auch nicht hingegangen. Und viele Kommilitonen haben es anders gemacht. Die hätten sich das gar nicht getraut, nicht hinzugehen zur Vorlesung. Und ja, das ist was ich dir sagen kann. Du wirst da immer lockerer von Semester zu Semester. Es macht überhaupt nichts aus, wenn du mal eine Vorlesung verpasst oder ja, wenn du gar eine ganze Vorlesung verpasst, also ein ganzes Semester nicht in die Vorlesung gehst in einem Fach. Und das ist auch was ich wieder so machen würde, also das kann ich dir empfehlen. Schau dir die Vorlesungen an, geh da mal rein am Anfang und guck, okay, hilft mir das irgendwie was? Nehme ich da was mit am Ende? Sagt mir der Professor zu und seine Art zu lehren? Oder bringt es mir irgendwie nichts? Ist mir mehr geholfen, wenn ich mir die Sachen daheim vielleicht anschaue oder Freizeit habe, was auch immer. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie habe ich denn gelernt im ersten Semester? Ja, das ist eine gute Frage und ich bin ehrlich, ich hatte ja selber keinen Plan, wie ich das Ganze angehen soll, wie ich jetzt Chemie lernen soll oder wie ich Biologie lernen soll. Und ja, wie gesagt, ich habe viel mit den Altklausuren gelernt und natürlich zum Teil auch mit Büchern, gerade in Chemie. Da hatte ich so ein dickeres Buch, wo die Sachen aber auch gut erklärt waren, die mir die mir weitergeholfen haben. Und das ist was ich jetzt anders machen würde. Und zwar habe ich damals einfach gelernt wie in der Schule. Ich habe mir die Sachen durchgelesen und habe versucht, sie einfach aufzunehmen. Das hatte in der Schule irgendwie ganz gut geklappt und ja, da im ersten Semester mehr oder weniger auch. Aber ich glaube, es hätte noch besser funktionieren können, wenn ich damals schon angefangen hätte, mit Gedächtnispalästen zu lernen. Oder natürlich am besten schon in der Schulzeit, aber ja, da hatte ich diese Tools eben noch nicht. Und das ist was ich dir empfehlen kann. Wenn du jetzt loslegst mit deinem Medizinstudium, dann lern doch gleich von Anfang an mit Gedächtnistechniken, wie zum Beispiel Gedächtnispalästen. Dadurch kannst du dir die Sachen viel schneller merken. Das ist wie ein Spickzettel im Kopf. Du kannst durch deine Gedächtnispaläste durchspazieren, dir das Wissen wieder abholen in der Prüfung. Du hast das Wissen dann sicher parat. Und es braucht auch viel weniger Wiederholungen, bis du den Lernstoff im Langzeitgedächtnis hast. Und wenn dich das jetzt interessiert, wenn du denkst, oh cool, hört sich voll gut an, wie mache ich das? Dann schau gern unsere anderen YouTube-Videos. Wir haben ganz viele aufgenommen zu den Gedächtnispalästen. Das wird auch Loki-Methode genannt. Und ich erkläre dir da, wie du die anwendest für dein Medizinstudium und ja, wie du die konkret einsetzen kannst. Und es gibt auch ganz viele Videos noch zu anderen Gedächtnistechniken. Und wenn die Hürde jetzt vielleicht ein bisschen groß für dich ist, diese Gedächtnispaläste selber zu bauen, dann haben wir auch was für dich. Und zwar haben wir Lernpakete, wo wir Gedächtnispaläste und Eselsbrücken für dich gebaut haben und in Form von Merkvideos dir sozusagen auf dem Silbertablett servieren. Und wenn dich das interessiert, dann schau gern vorbei auf www.happyhippocampus.com. Und was ich dann auch gemacht habe, Anfang des ersten Semesters, ich habe eine Freundin gehabt, die war ein paar Semester über mir und ja, die habe ich dann gefragt, okay, wie mache ich das jetzt im ersten Semester?
welche Bücher brauche ich und ja, wie funktioniert das überhaupt alles und wie lerne ich und welche Vorlesungen kannst du empfehlen? Und das war sehr hilfreich, weil sie hatte das ja alles schon erlebt. Sie hat mir dann aus ihrer Sicht geschildert, welche Vorlesungen sie hilfreich fand, welche nicht so und welche Bücher sie gut fand. Sie hat mir zum Beispiel auch den Tipp gegeben, dass ich am besten noch vor dem ersten Tag in die Bibliothek gehe oder zumindest in den ersten Tagen, weil dann häufig die Bücher leergeräumt sind. Ich will dir keine Angst machen, ich habe keine Ahnung, wie das in deiner Unistadt ist und häufig gibt es ja die Bücher auch als E-Books, also das tut es dann genauso. Also keine Panik. Und diese Freundin hat mir auch den Tipp gegeben, auf jeden Fall mit Altklausuren zu lernen und das ist was, was ich dir auch auf jeden Fall ans Herz legen kann, denn da stehen ja schon ganz viele Fragen drin aus den letzten Jahren, die sich immer wieder wiederholen und bei denen es wahrscheinlich ist, dass sie auch in deiner Klausur wieder gefragt werden. Und interessanterweise war es bei mir so, dass ich im ersten Semester von meinem Medizinstudium alles irgendwie ziemlich entspannt und locker gesehen habe. Gar nicht so wie in der Schule, da war ich eher so, wo es aufs Abi zuging, ja, wo ich alles wirklich gut drauf haben wollte. Und da habe ich alles ziemlich locker gesehen. Das hat sich dann auch irgendwann wieder geändert im Laufe des Studiums. Und ich habe das Ganze aber so entspannt gesehen, dass ich eben fast nur mit diesen Altklausuren gelernt habe und dann ja bei vielen Sachen überhaupt nicht verstanden habe, was ich da gerade lerne. Und das würde ich im Nachhinein anders machen. Und ja, das kann ich auch dir mitgeben. Versuch die Sachen am Anfang einmal wirklich zu verstehen, also sei es in Biologie, sei es in Chemie, sei es in Physiologie und dann anschließend vor der Klausur, da kannst du dann natürlich mit Altklausuren lernen. Nur bei mir war es eben so, ich hatte diese Altklausuren im Kopf, aber im Prinzip nicht so wirklich die Ahnung, was ich mir da eigentlich gemerkt hatte. Und wenn du es einmal verstanden hast, schon im ersten Semester, dann tust du dir später auch leichter beim Physikum, weil du ja da die ganzen Inhalte sowieso nochmal brauchst. Ja, dann habe ich natürlich auch noch dieses ganze Außenrum gemacht ums Medizinstudium im ersten Semester. Also vielleicht ist es bei dir auch so, das ist ja total aufregend. Ich bin das erste Mal so richtig ausgezogen von zu Hause. Ich hatte jetzt eine neue Wohnung, die habe ich dann eingerichtet. Ich habe die Unistadt erkundet und ja, du kannst natürlich viel feiern im ersten Semester, wenn du das magst. Du musst natürlich nicht. Du kannst deine Unistadt erkunden, neue Leute kennenlernen, das ist total spannend und ja, genieß diese Zeit einfach. Bei mir war es dann noch so, ich habe damals im ersten Semester noch ziemlich intensiv Basketball gespielt und ja, es war dann eigentlich so, dass mein Leben so hauptsächlich aus diesen zwei Sachen bestand, Basketball und Medizinstudium und das war ziemlich vollgepackt, da war gar nicht so viel Raum dann noch für anderes. Und ja, damals war das in Ordnung für mich so, dass mein Leben so vollgepackt war. Und ja, du kannst dir natürlich auch einen Ausgleich suchen neben dem Studium. Und mein Tipp wäre da, schau, dass dich das nicht noch zusätzlich belastet, dass es nicht noch ein zusätzlicher Druck irgendwie ist. Wenn du gerne Sport machst, dann kannst du dir natürlich auch eine Sportart suchen oder irgendwas anderes. Schau in deiner Unistadt. Ich bin mir sicher, da gibt es tausend Angebote. Du kannst ins Theater gehen, du kannst auf Konzerte gehen, du kannst zum Unisport gehen, du kannst in irgendwelche Kneipen gehen. Vielleicht gibt es irgendwelche besonderen Feiern und Feste in deiner Stadt. Und ja, das darfst du, wenn du magst, jetzt einfach alles erkunden. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen weitergeholfen und hat dir so einen Einblick gegeben in so ein erstes Semester im Medizinstudium. Und ja, ich wünsche dir jetzt alles Gute für dein erstes Semester und wenn du möchtest, dann begleiten wir dich natürlich super gerne in deinem Medizinstudium. Klick dafür auf Abonnieren, abonniere unseren YouTube-Kanal Happy Hippocampus und ja, drück auf das Glöckchen, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es neue Videos gibt. Und auf unserer Homepage kannst du dich auch super gerne in unseren kostenlosen Newsletter eintragen. Da schicken wir immer mal Neuigkeiten und Lerntipps rum und halten dich auf dem Laufenden. Mach's gut und bis bald. Ciao!